So, moin moin Leute, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist ein besonderer Tag, denn es stehen mehrere Sachen auf dem Programm. Ich versuche jetzt gerade meinen Dad mit dem Auto irgendwie zu bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er in Seenot ist oder nicht. Ich werde euch einfach mal gerade zeigen, wie die aktuelle Situation ist. So, Schlüssel nicht vergessen. So, ich befinde mich jetzt hier oben. Ich komme von da hinten. Hier ist der See. Und mein Vater befindet sich dieser Ecke hier. So, und angefangen mit Surfen haben wir ganz hinten am anderen Ufer haben wir angefangen. Und er ist jetzt einmal komplett über den See abgetrieben. Und ja. So, ich komme dem immer näher, wo er gerade ist. Er weiß, glaube ich, nur noch nicht, dass ich weiß, wo er ist. Ach du Scheiße. Er treibt immer weiter ab. Aber hey, immerhin eine coole Story fürs Video. Ich meine, so lang. Ja. So. Hier befinden wir uns. So Leute, der ist da immer noch unterwegs. Ich will mir jetzt mal ein Bild von der Lage verschaffen. Und fliege jetzt mal mit der Drohne zu ihm. Das Problem bei der Sache ist, hier ist übrigens die Drohne. Ich bin noch nie wirklich Drohne geflogen, aber ja, so schwer kann das ja nicht sein. Also mal gucken, was das jetzt wird. So Leute, ich habe die Drohne jetzt so weit, dass sie Geräusche macht und blinkt. Sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you! You're better than that! So, jetzt habt ihr mal ganz kurz gesehen, wie der See hier so aussieht. Ich habe Philipp gerade gesehen, er ist gerade hier unten lang gelaufen
und trägt jetzt das Material tatsächlich wieder ganz zurück zum Ursprungspunkt. So, heute im Interview Christopher Jans. Guten Tag. Wie ist denn Ihr Tag heute so? Ganz gut. Ich bin zum See gefahren, Surfer gesucht, bin ein bisschen weiter gefahren und irgendwann kam mir einer lächelnd entgegen. Ja. Und was war mit demjenigen dann los? Anscheinend gab es wohl Schwierigkeiten beim Material. Muss ich dann das letzte Stück dann doch zu Fuß gehen, Höhe laufen. Das lag an den Tampen, meinst du? Das lag an den Tampen. nur an den Tampen. Was soll das sonst sein? Was soll das sonst sein? So, ich versuche jetzt den Speed-Rekord zu brechen. Der Rekord liegt bei 61 km/h. Geht nicht, zu wenig Wind. Sunshine and rainbows. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done. You're better than that. Wir machen jetzt zack zack die Revierbewertung, weil der Akku ist gleich alle. Und ja, willst du anfangen? Ja, erstmal war es ein sehr frischer Tag heute. Was hatten wir jetzt? 5 Grad. Das ist relativ kalt. Und der Sturm, den wir uns erhofft haben für den Speed, ist ausgeblieben. Wir waren heute am Markkleeberger See. Das wissen die schon. Und ja, ich muss sagen, suboptimal. Ja, ich finde eigentlich, bei der Windrichtung ist der See richtig gut, aber ich glaube, dafür muss richtig Wind sein. Aber bei dir lief es jetzt auch nicht so gut. Ja, nein, das kann man sehr nicht sagen, dass es nicht richtig lief. Also ich bin sehr viel gelaufen, also es lief eigentlich sehr gut für das Laufen. Ja. Also insofern, Höhelaufen habe ich trainiert, bis zum geht nicht mehr heute. Ja. Und ja, dann wollten wir natürlich einen Topspeed abreißen. Das war ja eins der Ziele heute. Tja, das war ein Reinfall, der Wind hat nicht mitgespielt, also. Nee. Also, ja, dabei kann man es eigentlich belassen. Infrastruktur gibt es um die Jahreszeit hier überhaupt keine. Aber ihr kommt halt sehr nah ans Wasser ran. Jetzt müssen wir halt einen Strafzettel zahlen. Wahrscheinlich. Wir standen jetzt halt 8 Stunden lang im Parkverbot. Ja, und dann noch vor der Feuerwehrzufahrt. Naja, gut. Mal sehen, interessant. Also, was uns der heutige Tag gekostet hat. Ja. Aber Spaß gemacht hat's. Ich denke, wir haben beide eine Lungenentzündung. Besucht uns im Krankenhaus. Das wird auch sehr schön. Wir sind in der Isolierstation. Isolationsstation, ja. Ja, und haben dann auch noch
Spulwürmer und so läuft es dann. Was sind Spulwürmer? Ja, die kriegt man hier aus dem See, weil das Seewasser auch nicht mehr so gut ist. Aber ja. Okay. Ach, was ich noch sagen wollte, mein XL Revolt Neo heißt der, glaube ich, den ich bekommen habe, ist mega geil. Wollte ich einfach nochmal am Ende gesagt haben. Ich habe nicht gefroren die ganze Zeit. Die Kälte war eigentlich kein Problem. Und ja, in dem Sinne, macht's gut, viel Spaß bei was immer ihr gerade macht. Ciao.